Yo guys, kurze Info. Ich habe gerade eben, kann ich euch zeigen, da am Rand seht ihr bereits, dass eine Schlägerverbrechen noch fehlt. Das habe ich gerade eben gemacht. Weil, ja, Offcam war jetzt auch nicht was Großartiges. Daher, Autounfall da unten. Ja. Sieht schlimm aus. Deswegen zeige ich euch jetzt hier noch die letzte. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Und dann, denke ich, werden wir uns heute um die letzten Rucksäcke kümmern. Wird also wieder so ein Special Unfallverursacher sind in der Nähe. Ich muss Part, wo, denke ich, ja. Oh lol, was? Wo, ich verliere sie! Ich muss aufholen! Ich denke, ich schneiden werde. Ich hoffe, ihr habt noch nicht so viele Punkte! Der Crash war der Hammer! Ich bin mir aber noch nicht sicher. Vielleicht werde ich das auch nicht schneiden, aber ich denke schon, dass ich das schneiden werde. Weil es teilweise schon ziemlich lange dauert. So. Wo sind die Dudes? Ach, das war's. Jawohl. Dann kümmern wir uns jetzt tatsächlich um die Rucksäcke. Da hätten wir zum Beispiel... hier einen. Genau. Da können wir aber auch die Taube und die zwei Forschungsstationen mitmachen. Ja. Und ihr seht immer noch, ich bin immer noch, also ihr seht, ich bin immer noch im Mark III Anzug. So, die Taube. Holen wir uns die Taube, die Taube, die Taube. Diese lästigen Dreckviecher. Komm ab in die Pfanne. Wie die jungen Leute sagen. Er behauptete, Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfe. Ich sag Ihnen mal, warum diese Spinne mit Spatzenhirn auf diesem Wasserturm war, Leute. Weil er das Wasserdrucksystem manipuliert hat. Er wurde zuvor gesehen, wie er an einem Regler war, den nur ausgebildete Arbeiter benutzen dürfen. Wach auf, Amerika! Spider-Man erschafft die Probleme, die er dann löst. Und dann sollen Sie ihn dafür bewundern. Und das Traurige ist, dass das viele auch tun. Zum Glück wissen sie es besser. Dank mir. Ja, klar. Als ob, ich bin der Held und werde hier ganze Zeit als Böser dargestellt. Ich habe die Stadt vor einer Apokalypse gerettet und so wird mir gedankt. Hab ich! Und ich rette die Stadt vor Tauben. Das wir im Übrigen jetzt auch beendet haben, so wie es aussieht. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich alle Tauben. Krass. So. Spider-Man, ich glaub's nicht. Es sind alle wieder da. Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Naja, Sandra kam besser mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so, als ob etwas von ihr weiterlebt, weißt du? Ich verstehe ganz genau. Du bist ein guter Mensch, Howard. Komm einfach vorbei, wenn du die Familie mal besuchen willst. Clarence sagt, er vermisst dich. Danke nochmal, Spider-Man. Ja. Ja. Ich weiß eh nicht mehr, wo der Typ war. Also, von daher. Der Anzug hat schon wirklich Style. Krass. Wir sind bei 68%, Leute. Okay, Pete. Das Labor hat Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Oh oh.
Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Und er ist schon mutiert und kann sich auf Menschen übertragen. Okay. Werden sie dann zu Vogelmenschen, so wie bei Ugly Americans? Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Oder wie hießen die da? Am besten verteile ich ihn an 3 Hauptmigrationspunkten. Zum Glück. Menschvogel? Die Station, die Info, wo sie sich befinden. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die hießen. Erster Migrationspunkt ist im Park. Die Vögel verteilen den Impfstoff an ihre Kumpel. Ja. Ich find's aber schade, dass Harry Osborn nur so eine Nebenquest, sag ich jetzt mal, kriegt. Ich wette, die Avengers kennen keine Vogelbrechmission. Finde ich halt ein bisschen doof, aber gut. Vielleicht kriegt er ja einen eventuellen zweiten Teil. Wir haben schon oft drüber gesprochen, es wird definitiv ein zweiter Teil kommen. Vielleicht kriegt er ja los da geht's. Dann der Impfstoff ist ein ich kann ihn also in die Bäume spielen. Offiziellen Auftritt. Von wegen, ja, ey, ich bin back in the city und will dich vernichten als... Ja, ich weiß nicht, ob das als Spoiler gilt. Okay, das ist geschafft. Aber, jetzt noch 2. Ja, ihr wisst, was ich meine. Für die Leute, die Spider-Man 3 und Amazing Spider-Man 2 gesehen haben, die werden es wissen. Das Spray gefährdet keine Menschen oder Tiere, aber es heilt die Tauben. Oder löst die Zombie-Tauben-Apokalypse aus. Wäre cool. So eine Zombie-Apokalypse. Zombie-Tauben-Apokalypse. Würde ich feiern. Ja, ich bin schon ein komischer Dude. Habe ich den Baum getroffen? Ja. Mal wieder eine etwas chilligere Quest. Wo ich den Baum nicht treffe jetzt. Und noch eine. Jameson macht da sicher was draus. Könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Landplage zu mir oder schießen auf mich oder so. Naja. Ist es übertrieben, wenn ich Tierarzt zu meinem Lebenslauf hinzufüge? Das stimmt ja nicht so ganz. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, Vulture ist ja ein Vogel. Also Vogel-Mensch-Typ da. Er ist ein Typ, der sich gerne als Vogel hält. Also, und er ballert mit Raketen, also, weiß ja nicht. Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Cool. Geschafft. Keine Zombie-Tauben. Noch. Kämpf weiter für das Gute. Noch gibt's keine Zombie-Tauben. Die kommen aber bestimmt noch. Okay. Ich glaube, in dieser Richtung lag das zweite Forscherstation. Dings. Ich erinnere mich, dass sie uns hergebracht hat. Ich würde es gerne Harry erzählen, aber er reagiert nicht auf Anrufe oder Nachrichten. Vielleicht ist er ja tot. Will jetzt nichts Schlimmes heraufbeschwören, aber kann ja sein. Das würde zumindest so erklären, warum er im Spiel nur so eine komische Nebenmissionsquest-Dings hat. Zum Glück müssen wir auch im Labor von Dr. Octavius nichts mehr machen. Da haben wir ja vor 3-4 Parts alles gemacht. Also, cool. Das haben wir auch abgeschlossen. Ich merke, wie wir langsam Richtung Finale gehen. Wir stellen hier überall energiesparende LED-Anzeigetafeln auf. Die Station überwacht ihre Arbeit. Ich hoffe, sie spart genug Geld ein, damit Oscorp das Programm weiter unterstützt. Typisch. Oscorp hat die technischen Daten ignoriert und die Spannung an den Anzeigetafeln erhöht. Wenn ich das nicht repariere, explodieren sie. Menschen werden verletzt und das ist das Ende dieser Station. Meine Elektronetze versetzen den Monitoren einen Schlag und sie fahren herunter. Aber ich bin gespannt, nur wenig Zeit. Wie es weitergeht. Also das könnte nochmal sehr interessant werden.
die Story. Ist ja jetzt mittlerweile alles blind schon seit 3-4 Parts. Also, ja. So, aber solche Quests, ne? Sind schon ätzend. Manchmal. Vor allem, warum gibt es hier so viele Anzeigetafeln? Okay, gut, es ist, glaube ich, der Times Square, oder? Ist das der Times Square? Ja, tatsächlich. Ja, woher wusste ich das jetzt, ne? Erstens, wir waren hier schon öfters. Und ich muss jeden zweitens, Monitor einzeln treffen. Und zweitens, es ist Amerika. Ich liebe Amerika, von daher. Das war gut. Irgendwann wird es eine Anzeigetafel von mir geben. Und da steht nicht Landtage drauf. Bist du dir sicher? Ah, shit, das trifft ja nicht. Explosionen würden die Werbung interessanter machen. Okay, wo ist die letzte? Da oben. Eines Tages fliegen Geschmacklosigkeiten in die Luft, das wusste ich. Manchmal sind die Sprüche echt cool. Puh, die Gefahr ist vorbei und jetzt müssen die Anzeigetafeln korrekt eingestellt werden. Und sie haben viel Geld eingespart. Das ist wohl Oscorps Hauptanliegen. Vielleicht ist also die Station aus... Warum lässt er nicht zu Ende sprechen? Das ist so unfair. Gib ihm doch eine Chance, zu Ende zu sprechen. Gut. Das wird jetzt eine Qual. Haben sogar noch ein paar Wahrzeichen offen. Vielleicht können wir das miteinander verbinden. Bin mal gespannt. Achtung, Einheiten. Maskierte Terroristen haben Bombe gelegt. Der Ort ist Cathedral. Ich glaube aber, dass wir das in diesem einen Part nicht schaffen. Wird wahrscheinlich ein Deluxe-Part werden, aber... Ja, ich werde es aber runterschneiden, denke ich. Sagte sie maskierte? Leute, ich erhalte beunruhigende Berichte über Spider-Man in unseren öffentlichen Parks, wo unsere Kinder spielen. Stoppe das Verbrechen in 3 Minuten. Okay. Stoße oder wirf 3 Gegner vom Gebäude. Ja gut. Mach ich doch gerne. Hey, kriegt das Ding Podcasts rein? In 3 Minuten. Und es sind natürlich Dämonen. Oh shit. Er hat seinen Freund getroffen. Das war cool. Also das mit den 3 Minuten, denke ich, werde ich hinkriegen. Aber das mit dem Stoßen, glaube ich, habe ich voll verkackt. I'm so sorry. Dämon besiegt. Auf zur Bombe. Hört ihr eigentlich mein Tablet hinten? Hä? Ach so. Jetzt wäre ich fast weggegangen. Ach nee. Du hast keine feuchten Hände. Halt. Ach so, hä? Nee, warte. Das brauchen wir. Das Ding. Dann so. Plus 4. Oder? Ja, doch, plus 4. Plus 1. Und plus 1. Geschafft. Lol. Chillig. Hab den Schlüssel. Oh nein. Die Notsicherung. Die Timer der anderen Bomben laufen. Ich muss schnell sein. Schnell, 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 schnell. Wo ist die andere? Ist die unter mir? Tatsächlich. Schnell, 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 schnell. Ja. Danke dafür, Spider-Man. Jetzt übernehmen wir.
Ist okay. Sehr gut, Officer. Ich helfe immer, wo ich kann. Auf zum Rucksack! Das kann jetzt spaßig werden. Dieser ganze Schnibbelei. Wollen wir noch die zweite Nebenquest machen? Nee. Ah, doch. Jetzt machen wir es doch. Der Feind meines Feindes ist. Wo kommt schon? Ihr macht den Tauben Angst! Echt mal. Halt. Ich brauch die Spider-Drohne. Was ist die Nebenquest? Wie es ihn geschockt hat. Lol. Jetzt habe ich den anderen anvisiert. Okay. Stromschlag, wartet mal. Mir fällt gerade was ein. Hatten wir nicht mal so eine Anzugkraft? Stromschlag. Ja, Elektroschlag. Ja, gut, Elektroschlag. Bam! Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich meine, der Dicke geht ja nicht einfach. Ich wäre gestorben, oder? Oder auch nicht. Ja, okay. Ihr müsst mir nicht danken, Sable-Typen, aber schon unhöflich, dass ihr es nicht tut. Ist halt echt so. Ja, die Markierung brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen auch die Brücke hier fotografieren, ne? Deshalb hat Jonah mich so gut bezahlt. Queen's Bridge. Und da hinten war auch noch das Raft. Wenn ein normaler Hochsicherheitsknast nicht ausreicht. Oh mein Gott. Wo ist jetzt der Rucksack? Da. Das letzte Baseballspiel, bei dem ich mit Onkel Ben war, das will ich rahmen lassen. Ich wäre für seinen Rat jetzt wirklich dankbar. Ja gut. Ist halt so. So. Da haben wir noch die nächste Quest. Das müsste, glaube ich, sogar die letzte. Hat der das Dämon nicht gesch. Ach nee, das war hier. Das war hier. Ich hoffe, das ist ein Schlägerverbrechen. So ein Raketen. Nein, ein Dämon. Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh my fucking God. Wirkt das überhaupt auf die? Ich meine, die sind ja sowieso selber ein bisschen elektrisch. Ne? Yeah. So geil. Ich liebe diese Anzugkraft. Ist so toll. Massenversammlung! Kann ich bitte geheilt werden? Danke. Nein, bitte nicht! Oh mein Gott, 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 ich bin gleich tot. So safe. Oh mein Gott. Geh bitte weg. Warum werden die Kämpfe eigentlich immer schwieriger? Oder liegt es daran, dass ich mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal maskierte mit. So.
Nächster Rucksack befindet sich hier. Raketen auf mich schießen. Das wird eine ordentliche Schnibbelei, sag ich euch, wenn ich das ganze Ladesequenzen rausschneiden muss. Wir können eigentlich auch noch diese Bombermissionen schnell machen. Geht ja meistens schnell. Wobei, das ist wieder so eine Kampf-Ding, ja. Oder? Ich glaube, das war immer so Kampfmission. Wo ist die eigentlich? Sollte die nicht normalerweise hier irgendwo stehen? Ja. Wir haben eine Geiselnahme. Lautlos Herausforderung. Ja, gut. Können wir trotzdem noch schaffen, irgendwie. Sich immer so einfach. Oh je. Ich muss schnell und leise sein. Ich glaube, dann werden wir uns im nächsten Part auf die konzentrieren, auf die Rucksäcke. Der hätte uns eigentlich gesehen. Der genauso. Wir haben eigentlich ihn befreit, aber okay. Dann eben nicht. Eindringling, tötet das Ziel! Scheiße! Der hat uns gesehen. Also wir konzentrieren uns im nächsten Part auf die ganzen Rucksäcke. Ja. Jetzt bräuchte ich den Tarnanzug, aber ich will ihn irgendwie nicht gerade verwenden. Ich weiß auch nicht warum. Schlaf schön. Und der weg. Next one. Hä? Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Are you fucking kidding me, Alter? Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Wieso verkacke ich eigentlich immer nur diese Mission? Das ist lautlos. Dinger. Okay, noch 5. Holy crap, holy crap, holy crap. Hey, gute Nacht, Trottel. Geht runter. Ich hab ein bisschen Angst. Nimm doch den anderen mit. Ich hätte das auch souveräner lösen können, aber ich muss es ja immer schnell machen und. Fast großartig! Ja. Das drucke ich mir auf eine Visitenkarte. Fast. Fast großartig. Aber nur fast. Ist das schrecklich? Ja, gut. Rucksack einsacken. Wie viel Prozent davon? 69. Uhuhu, Leute. Oh mein Gott. Das wird cool. Säbelteam, hier Zentrale. Brauche Lagebericht von Gracie Mansion. Dämonen schießen auf unseren Transporter. Alter. Das gab mir Jameson bei seiner Abschiedsparty im Bugle. Ich dachte, niemand würde seine Talkshow hören. Falsch gedacht. Kannst du mal was zeigen? Könnte ich, aber will ich nicht. Okay, noch 5 Rucksäcke, tatsächlich. Krass. Oh, schon wieder Dämon. Hey, ich habe ja nicht schon genug gegen Dämonen gekämpft. Wir elektrisieren sie mal wieder. Oh mein Gott.
bald wird's traurig, denn bald. Bald ist dieses Projekt beendet. Darauf habe ich keine Lust irgendwie. Wenn das Projekt beendet ist, aber. Wird langsam Zeit, ne? Bin ich, denke ich, nicht der Einzige, der das so findet. Hä? Wieso macht er nicht? Wieso drückt er nicht? Ich hab gedrückt, dann nicht gemacht. So. Die Dämonen werden frech. Crosscrank. Sorry, Jungs. Ich scheine ein Helfersyndrom zu haben. So, ja, und ich scheine diesen Part jetzt beenden zu wollen. Wir müssen ihn beenden, denn die Zeit ist vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Falls es euch gefallen hat, liken, kommentieren und teilen wäre nice. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann die restlichen Rucksäcke holen. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Byron.